Nerdcast 178 und wir melden uns zurück wieder einmal mit einer Trailerbesprechung. Nachdem wir zuletzt über die Trailer zu The Penguin, der TV-Serie auf Max, gesprochen haben, sprechen wir jetzt auf das Highlight, was uns ebenfalls dieses Jahr erwarten wird, und zwar in einem halben Jahr im Oktober. Da startet Joker 2, so nenne ich es zumindest, wie es wirklich ausgesprochen wird, das wird uns dann gleich der Marian verraten, der heute mit am Start ist. Aber ich begrüße erstmal in unserer Runde den Henning. Guten Abend. Moin zusammen. Der Rico ist auch mit dabei. Ja, eigentlich seid ihr eher gerade meine Gäste, würde ich nur kurz sagen, in der heutigen Ausgabe. Ja. Was? Nachdem jetzt der Marian sich schon eingeblendet hat, begrüße ich auch den. Und du kannst auch gleich nochmal sagen, wie der Filmtitel von Joker 2 tatsächlich lautet. Joker, Folie à deux. Ja. Und auch zu jeder Schandtags, so wie zu jeder Analyse bereit, das ist der Gerd. Hallo. Schönen guten Abend. Und genau wie Rico begrüße ich euch als meine Gäste. Wir haben diesen, ich sage es jetzt schon mal, tollen Trailer bekommen. Also von meiner Seite aus muss ich sagen, ich habe mich sehr über dieses Stück Filmchen gefreut, was uns da Mittwoch in der Nacht beglückt hat. Und da auch nochmal Shoutout an unseren Flo, der tatsächlich die Nacht durchgesessen hat, also bis um 3 Uhr, um dann letztendlich die News auf Batman News zu bringen, dass der Teaser-Trailer zu Joker 2 draußen ist. So kurz über 2 Minuten gibt es zu sehen und natürlich auch zu hören, weil für uns auch die große Frage auch schon mal war vor langer, langer Zeit, als wir über die Besetzung von Lady Gaga als Harley Quinn gesprochen haben, da schon drüber gerätselt haben, wie ist das eigentlich, dass der Film sich von Teil 1 zu diesem Musical entwickelt hat, was es zumindest bis dahin hieß. Ob es auch wirklich ein reines Musical ist, das werden wir uns anhand des Teaser-Trailers dann auch mal genauer anschauen und anhören, beziehungsweise wir werden drüber sprechen. Bevor wir aber über den Trailer sprechen, es gab ein Filmplakat, was vorab veröffentlicht wurde, und das möchte ich auch natürlich noch für uns mal kurz einblenden. Magic. Ja. Sehr im Stil des ersten, ne? So, alles. Ja, ich würde sagen, ist nicht ganz so roh, wie es noch für den ersten Teil war. Der war nicht so viel Photoshop, hätte ich jetzt gesagt. Aber also das hier mit dem Lichteinfall und diesem Gitter und der Mauer im Hintergrund und sowas, das sieht so ein bisschen künstlicher aus, finde ich. Aber sonst? Gab es nicht auch für den ersten Teil so ein Poster, das so in diesem, ich sag mal, gemalten Stil war? Es gab mehrere Poster, von denen man teilweise nicht wusste, ob es Fanart waren oder ob die tatsächlich offiziell waren. Da gab es verschiedenste Varianten. Aber ich glaube, das, was jeder so kennt, ist dieses halbe Joker-Gesicht. Mhm. Da, wo er sich so nach hinten lehnt, wo man seinen halben Mund so sieht. Genau. Aber das ist halt, also wenn man sich das jetzt im Vergleich ansieht, das ist das Bild benutzt und da ist jetzt nicht so viel Shishi drumherum gemacht, ist es jetzt bei dem anderen auch nicht. Aber hier nimmt natürlich so das künstliche Licht, was eingezogen wurde, also auch was die Haare angeht, was die Kleidung angeht, nicht ganz so authentisch, sage ich jetzt mal, wie es jetzt hier noch der Fall war. Nicht so Arthouse-mäßig, wie es hier der Fall war. Aber grundsätzlich, mutig, Lady Gaga eigentlich nicht wirklich konkret zu zeigen. Also man würde sie jetzt so nicht erkennen. Dafür steht sie halt eben groß über dem Titel, genauso wie Phoenix. Und dann eben die Subline oder die Tagline, The world is a stage. Noch Meinungen zu dem Plakat. Wem gefällt's? Wer wird sich's in die Wohnung hängen? Also gefällt mir, ob ich denn mir das in die Wohnung hängen würde, weiß ich nicht. Da ist die Anforderung aber dann auch schon recht hoch, was ich mir in die Wohnung hängen würde als Filmposter. Aber ich finde das sehr gelungen. Und ich finde das tatsächlich sehr geschmackvoll. Ja. Also das ist so das Erste, was mir dazu einfällt. Und ich finde es auch sehr, ich mag die Details. Also auch, dass er eine Zigarette noch in der Hand hat, ne? So Geschichten. Ja. Ich mag auch, dass sie den Titel oben quasi in Joker sozusagen noch irgendwie eingebaut, versteckt haben. Also dass das, ne, der eigentliche Titel des Films, so könnte es jetzt erstmal auf den ersten Blick denken, heißt auch wieder nur Joker. Mhm. Also das, ich finde, das ist tatsächlich mal wieder ein Filmposter, wo sich so ein zweiter Blick irgendwie lohnt. Und ja.
Mag das. Auch das mit den Gittern, das ist ja auch was, was du auf den zweiten, auf den ersten Blick siehst du das erstmal gar nicht unbedingt. Da musst du schon ein bisschen genauer hinschauen, ne, weil das ja auch ein bisschen verschwimmt. Genau, du zeigst es gerade. Ja, genau. Habe ich jetzt erst gesehen. Hey. Also ja, ich finde es sehr stilvoll, so vielleicht. Und das passt auch natürlich auch zu dem Motiv an sich, also was da dargestellt wird. Ne? Sieht ja im Prinzip, soll ja im Prinzip aussehen, das Licht durch die Gitterfenster ist der Scheinwerfer, in dem die beiden da jetzt quasi ihre Bühne ausgeleuchtet bekommen. Ja, geschmackvoll, genau. Ist auch großartig, dass mir war das tatsächlich nicht aufgefallen, bis ich das jetzt groß gesehen habe. Und dann natürlich noch dieses The World is a Stage und die ganze Welt ist eine Bühne. Dann ist sie das eben auch innerhalb einer Psychiatrie oder Genau. einer Anstalt. Das ist großartig, ja. Gerd, hast du auch noch eine Meinung dazu? Ich meine, du hast das Bild schon bei dir als Hintergrundbild mit reingeschubst. Henning hat jetzt gerade schon alles gesagt. Marian, wie gesagt, ich finde halt auch diese Idee, The World is a Stage und wir sehen jetzt hier auch eine Bühne mit einem Bühnenlicht. Erstmal, was das Motto des Films wieder gibt. Also aufhängen weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich ein sehr gelungenes Plakat. Also der Ja. Trailer, der macht mich wahnsinnig an, muss ich sagen. Also da habe ich Bock drauf auf den Film. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns doch den mal an, Szene für Szene. Genau, also wir steigen in den Trailer ein und ja, Money Shot, man sieht Arthur Fleck, der ja inzwischen eher bekannt ist als der Joker, in seiner Zelle sitzen. Gibt's, wir, also ja, wir wissen, der Name Arthur Fleck, das wurde, gab es keine Erklärung dazu, ne, warum der so heißt. Das war einfach sein Adoptionsname, wie er adoptiert wurde. Okay, also Penny halt und dann, Ich muss dazu sagen, ich habe den Film seit dem Kino, nee, als ich im Kino war, nicht mehr gesehen. ich habe ihn mir jetzt extra noch vorgestern angeguckt, zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ja, und das ist einfach nur der Adoptionsausdruck. Es gibt keine Erklärung für den Namen Arthur Fleck, sondern er heißt halt einfach so. Haben jetzt gerade noch einen Wachmann gesehen, der entweder ihn aus der Zelle jetzt holt oder ihm was bringt. Im Trailer wird er zumindest gefragt, ob er nicht mal einen Witz erzählen könnte. So, und dann wird er eben durch den Gang geführt. Wir sehen im Hintergrund, ich nehme mal an, das sind Polizisten und jetzt nicht unbedingt Wärter. Irgendwie schon, ne? Die haben ja auch diesen Regenschutz drüber. Ja. Man muss ja auch überlegen, wie der Film aufgehört hat, ne? Der hat aufgehört, der erste Teil, wie er seine Psychologin umbringt, oder? Ja. Oder vermutlich umbringt. Und er dann halt so wegrennt. Das heißt, kann ja schon sein, dass da nochmal ein Verfahren gibt, wo er nochmal zurück dann muss oder weg ins Gefängnis. Und man ist ja auch mit dem Glauben zurückgelassen worden, dass das im Film alles nicht so passiert ist, wie es dargestellt wurde. Ja, Oder es man wird nicht offen genau gelassen halt, ne? weiß, wo der Ja, Unterschied offen, ist, ne? ja, genau. So, wir kommen dann bei diesem Gang über den Gang an einen Raum vorbei und da sehen wir Lady Gaga. Die singt, aber in ihrer Rolle als ja, Harley Quinn. Wir haben noch keinen Harleen Quinzel irgendwo gelesen, sondern Doch. sie ist Harley es. Quinn steht dran. Ah, die Harley Quinn steht drin. Im Ja. Subtitles auf Englisch steht Harley Quinn drunter. Ja, sage ich ja. Genau. Aber keine Achso, Harleen ja. Quinzel. Und da kommen wir schon zur ersten Theory Time, wenn wir wollen. Ich meine, wenn wir jetzt mal den ersten Film nochmal zu Rate ziehen, wir haben jetzt sehr viele Spiegelungen des ersten Films auch hier in dem Trailer schon. Wie sicher sind wir uns, dass sie wirklich eine Insassin ist? Ich muss auch sagen, dass ich am Anfang das gar nicht. Ich habe gedacht, ja gut, die hätten halt eine Strickjacke an, ist trotzdem die Therapeutin. Die Hosen jetzt so im Anhalten, die sprechen jetzt eher nicht dafür. Also. Stimmt, ja. Henning, Und so die ganz hat. trocken, stimmt. Ja, gut, und Stimmt. die. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass die wahrscheinlich ansonsten auch ein Namensschild oder irgendwas tragen Ja. würde, weil wenn die da, ne, Ja, arbeiten ich vergesse auch würde. manchmal mein Namensschild und ne, ich arbeite in der Ja. Tagesklinik, da kannst du die Therapeuten von den Patienten auch nicht unterscheiden. Außer in den Hosen, hoffe ich. Ja. Nicht die Na, oder, ja, Tagespatienten, obwohl, die kommen ja in normaler Kleidung. eben, Das ist, die ja, kommen in schon normaler klar. Ja, Kleidung ja, und wir ja auch. Also, ich habe keinen ja. Kittel an oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Aber ja, die wird wohl, also, die wird hier dargestellt als eine Patientin. Sehr Ich wollte wahrscheinlich. gerade sagen, auf jeden Fall, wenn man jetzt das, also wenn man das klar, oder es ist ja natürlich ganz absichtlich, dass man das offen lässt, logischerweise, wenn man sie jetzt eindeutig hier zeigen wollte, dann würde sie was anderes tragen. Und wenn man sich die Hose anguckt, das sieht aus wie eine Jogging- oder Schlafanzughose, Ja, oder? Also, Schlafanzughose, ja, das ist das das Ding, Ding, ja. ja. Aber ich mag ihren Blick.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Lady Gaga in der Rolle finde ich genial. Also ist auch so Ich dieses auch schon, da leicht. kommt dann später noch was ganz Tolles, Ja, ja. auch, aber schon dieses leichte Kopfneigen, das hat bei mir sofort so klack gemacht. Also ich liebe es auf jeden Fall. Also später, vielleicht ist es die gleiche Szene. Ich finde, sie hat schon in diesen kurzen Elementen, und ich glaube, ich habe keinen Film mit ihr gesehen, muss man dazu sagen, was sehr Authentisches, so an sich, auch in ihrem Spiel. Also etwas, was Exakt. nicht Ja. sehr geschauspielert wirkt, aber trotzdem natürlich und authentisch. Und das kommt zumindest jetzt dann bei einer der nächsten Szenen dann für mich Die hat schon irgendwie einfach eine, rüber. also die hat einfach eine unfassbar hohe Intensität. Ja, Ja. richtig. Also der Blick ist ja das, was Gerd jetzt gerade meint, das hat was mit Intensität zu tun, ne? Also Ja. die guckt da, die guckt quasi direkt in die Kamera Ja. und hat einfach was in den Augen. Und das ist halt das, wo wir immer schon mal, wo wir ja ganz oft schon gesagt haben, Schauspiel funktioniert halt einfach auch ganz viel über die Augen. Also das ist halt, ne, weshalb ja auch immer noch das Thema mit künstlichen Charakteren schwierig ist, weil die einfach, also künstlich kreierten Charakteren, CGI-Charaktere etc., weil die Augen halt ein Thema sind. Und das ist halt hier was Lady Gaga extrem gut macht. Also in Ja. jeder Szene, die wir im Trailer sehen, und das fängt ja halt hier schon an. Also es ist einfach ein intensiver Blick, den sie da hat, und das ist schon richtig gut gemacht. Ja, und Ja, wen es sie da hat. im Blick hat, ist Arthur Fleck. Also sie folgt auch mit der Körpersprache ihn schon. Das heißt, sie kennt ihn eventuell oder er fällt ihr hier das erste Mal auf und findet ihn sehr interessant. Kann man zumindest mal so. Oder beide sich gegenseitig eigentlich. Ne? Der Blick kreuzt sich ja. Wenn das so im Film nachher zu sehen ist, ne? Wenn Das das ist so ja zu eine, sehen ist, hier das, wird er das. dann auch vom Polizisten dann so rausgeschubst, weil er ja stehen bleibt oder zumindest gedankenversunken an ihr kleben bleibt. So, Könnte und ja dann auch am geht's. Ende des Films sein, ne? Ja. Ja. Wie so vieles, jede dieser Szenen kann das Ende des Films sein. Und so müssen Trailer sein, übrigens. Ja, richtig. Das So, ist jetzt nämlich die sitze ich große Kunst. hier für einen Floh, hier wird eine Fluppe angezündet. Ja. Der arme Flo. Was ist denn mit dem Pinguin-Trailer? Da war doch Rauchen wollt ihr doch verbieten, aber der Joker darf, oder was? R-rated. Aber es ist auch beides so doch auch. Aha, ja gut, das gibt es halt fürs TV nicht. Ja, gut, von mir Ja, aus. ja. Gewonnen. Aber du meinst wegen der Warner Policy, ne? Das stimmt natürlich. Das ist natürlich inkonsequent. Ja. Wissen wir, in welchem Bundesstaat Gotham City liegt? Und hat dieser Bundesstaat die Todesstrafe? Na, in New York, ne? Ja. Ja, Zumindest das als sieht schon Kulisse. sehr Wobei, musical-like ach, aus. 80er Jahre Todesstrafe, gab es da noch? Ja, oder? Wahrscheinlich schon in New York. Ich Keine Ahnung. glaube, New York war relativ früh schon, Ja, aber jetzt müsstest du mal bevor du es jetzt nachgucken. googelt, das Ja, lieber. genau. Danach. Ja. New York, Todes. Da gucken wir uns in der Zwischenzeit schon mal die Exakt. Schirme an, die hier aufgespannt werden, die ja Sehr für musical-like, Polizisten ne? Welche ungewöhnlich bunt Farben haben sind. die Schirme? Orange, Rot, Gelb und Blau. Sein Anzug. Ja. Ja. Na, der fängt jetzt gleich an zu singen, sag ich euch. Auf Ich jeden habe darauf Fall, gewartet, dass klar. hier Singing in the Rain kommt. Singing in the Rain. Ah. Wobei da hängt wahrscheinlich diese Szene drin, die wir da in diesem Teaser gesehen haben, wo er so krampfhaft lacht. Kann man doch vorher trotzdem singen. Ja, und hier haben wir, und das ist das, was ich meine, das Genau. ist ja die Treppe aus dem ersten. Genau. Und da Was ich kommt Harley auch sagen Quinn auf. muss, das fällt schon nach drei Einstellungen auf, dass die Optik also wirklich genau dem ersten entspricht. Also man ist eigentlich sofort wieder in dieser Joker-Welt da. Ja, und es sieht auch wieder alles, auch für das Setting und so weiter. Es sieht nach einem Film aus. Es sieht nach etwas aus, wo man sagt, okay, Feuilleton haben wir schon gesagt, ne, was das Feld dann irgendwie bedient. Aber es sieht wertig aus und es ist schön gefilmt und es ist gleichzeitig, hat es diesen Arthouse-Look. Es ist etwas, wo man sagt, okay, da erwartet man Anspruch, der dahinter steckt. So, und hier sieht man, das ist die Szene, die ich meinte. Ich weiß jetzt nicht, ob es eure Ja, ist. ja, das Das ist ist bei mir ja auch. auf jeden Das ist Fall. wunderbar. Das Das wie heißt, Harley Quinn ein steht auf normaler der, Mensch. Ja. ja, steht auf Ja, dem Gang. also, Sie hat auch noch ihr Freunde. Musikblatt in der Hand, und ja, gibt jetzt diese Bewegung ab, sich den Kopf wegballern zu wollen. Kurzer Todesstrafe-Einschub. Letztes Mal in 1963 in New York, also im Bundesstaat. Dann 65 wurde die Möglichkeit des Todesurteils auf Polizistenmord beschränkt. Und 95, nee, 62 wurde es dann schon, 72 hat man das erste Mal darauf verzichtet, auf die Todesstrafe. Da gab es ja schon 20 Jahre keine mehr.
Und 95 wurde es dann komplett rausgenommen. Aber theoretisch wäre es noch möglich bei der Schwere der Kriminalität. Gut. Genau, hier ein Close-up eben von Harley Quinn, die mit den beiden Fingern an ihre Stirn zeigt und ein leichtes Lächeln auf ihren Lippen hat und Arthur Fleck in die Augen blickt. Puff. Und das ist Hier, diese und wie die das macht, Spiegelung ja. zum Ersten. Ja, wie die das macht, ist fantastisch. Was ist diese Spiegelung zum Ersten mit Cersei Betts oben auf dem Gang? Ganz genau, quasi, ja, wirklich gespiegelt, sogar auch von den Einstellungen, von den Richtungen her. Und wie du diesen richtig, wie heißt denn dieser schlimme Modefilm mit ihr? Dieser schlechte. House of Gucci? Ja, House of Gucci. Da spielt ja eine ganz andere Persona. Und das quasi zu sehen, also die ist auch sehr wandlungsfähig und hat trotzdem immer dieses Authentische, wie es Bernd beschrieben hat. Das ist also wirklich sehr, also es hat mich, das ist wirklich meine Lieblingsszene jetzt Ja, schon, bis nee, auf den Schluss, Schlusser. also ich mag jede Szene mit ihr in dem Ja, Trailer ja. tatsächlich. Das ist. Ja, und was wir jetzt hier sehen, also wir sehen einen erstmal dunklen Raum und ein Spotlight, was angeht, und einen rauchenden, mit Make-up und in Kostüm gekleideten Joker da sitzen. Und ich sage es jetzt mal so, ich denke mal, das sind dann immer schon die Erkennungsmerkmale dafür, dass das die Musical-Elemente des Films sind, die auch hauptsächlich im Kopf entweder eines oder beider Protagonisten im Film stattfinden. Das Setting wirkt dann auch schon ein bisschen anders, da ist es nicht mehr so geerdet, es ist nicht mehr so crunchy, nicht mehr so gekörnt. Das Ganze, es ist dann schon alles mehr so artifizieller Natur. Die Ausstattung verringert sich dann auch, es ist bühnenhafter. Das sehen wir dann auch bei den nächsten Szenen. Und hier sehen wir dann eben auch, wie der Joker ein Lied anstimmen möchte und ein Mikro hebt. Ist es nicht so ein bisschen auch die logische Fortführung, so ein bisschen vom ersten Teil, dass wenn dann mehr Sachen in deinem Kopf stattfinden, dass dann halt einfach das dann passiert? Ich glaube, das ist das, was auch Todd Phillips meinte mit seinem, dass es kein Musical in der Art ist, sondern dass man einfach nur die Elemente des ersten Teils, Sachen, die viel in seinem Kopf oder dann wahrscheinlich auch wie dieses Krankheitsbild dann, das Marian so gut aussprechen kann, dass es dann vielleicht auch im schlimmsten oder im schlechtesten Fall und besten Fall für den Film wahrscheinlich in beiden Köpfen gleichzeitig stattfindet. Ist es nicht so, heißt es nicht Wahnsinn zu zweit oder sowas? Das. Ja, aber ich habe die Frage nicht ganz verstanden, Naja, im ehrlicherweise. Also ersten das. Teil hast du ja das nur dass es in Jokers Kopf stattfindet, diese ganzen Sachen. Dann Ach ist er so. auf einmal Moderator und bla bla bla. Und dann war das ja dieses quasi. Und wenn Ach man das so. jetzt quasi fortführen würde mit einer zweiten Person, ob die zweite Person jetzt dabei ist oder nicht, ob die das jetzt, ob die Ja, wirklich ja. die, ob die das dann beide zusammen Also. erleben oder nur jetzt er erlebt, das wäre dann diese ganzen Musical-Einlagen, wären ja dann eigentlich nur eine Fortführung zu den Stand-up-Comedy-Einlagen im ersten Film und zu dem, wo er da bei Murray auf der Bühne steht und so. Das wäre also quasi, wenn das im ersten Teil überhaupt Wahn war, dann wäre das jetzt quasi also geteilt oder beziehungsweise dann hätten es beide und dann wäre es tatsächlich auch noch angereicherter, gewissermaßen. Also das ist die Idee von dir. Also es wäre dann deswegen auch noch ja, fortgeführt und man hat halt noch eine andere Person, die es noch schöner macht. Habe ich es richtig verstanden? Genau. Ja, so würde es im normalen Leben nicht laufen, aber da will ich erst auf den Film warten, tatsächlich, ob es dann tatsächlich so ist. Aber also die andere Person wird es halt teilen und es wären trotzdem wieder die gleichen Sachen wie vorher. Aber das ist ja Film hier. Also ich glaube, es wird ein bisschen fantastischer dadurch jetzt im zweiten Teil. Ich denke mal, aber hier wird auch so angedeutet, diese Idee, weil er ja im ersten, was ja auch im Trailer schon gesagt worden ist, er wollte ja Stand-up-Comedian sein, ne, und so weiter. Und das war so meine Idee. Weil Todd Phillips sagt, das wäre ein sogenanntes Jukebox-Musical, was ja nichts anderes heißt, dass die nicht unbedingt selbst singen, aber dass es unter Umständen Tanzeinlagen gibt mit bekannten Liedern. Also es werden ja keine eigenen Lieder für den Film geschrieben, sondern es werden halt bekannte Songs genommen. Ist ja auch in dem Trailer schon zu sehen. Und so die Idee ist ja auch, dass es einfach so eine Fortführung von ist, dieser Stand-up-Comedian-Traum, den er im ersten Teil hat, dass er halt ein toller Stand-up-Comedian ist, dass er so zum Entertainer à la Sinatra wird. Naja, fair enough hat der erste Film aber auch schon Musikeinlagen, Ja. die dann im Film quasi mit in den Film genommen wurden, ne? Hier das, der tanzt der, wo die Treppe runter tanzt oder wir, Richtig, richtig. ich weiß gar nicht, was es noch, aber es gab noch eine Szene, wo Musik und Film was
die dann zusammengepasst haben. Ja. Ich glaube, der Unterschied ist hier, es nennt sich Jukebox Musical. Dieses Genre oder diese Art von Musik, wie man es aus Mamma Mia kennt oder aus Moulin Rouge. Und zwar, indem man bekannte Songs nimmt, die neu interpretiert und dann eben mit in den Film einwebt. Während es aber nur immer ein bestimmtes Segment ist und nicht der gesamte Film eben aus dem Musical besteht, sondern immer nur bestimmte Sequenzen. Es Oh, muss auch das liebe nicht, ich noch mehr als echte Musical. es muss Da auch freue nicht ich mich aus, ganz doll drauf. ja, es muss auch nicht aus der, weil es ist ja beim klassischen Musical entstehen die Songs ja aus der Handlung heraus und erweitern die Handlung und so weiter. Und das ist beim Jukebox-Musical nicht unbedingt der Fall. Deswegen habe ich auch mal gesagt, so Coppola hat ja mal den Film gemacht, Einer mit Herz, mit Natascha Kinski 1981. Der hat es so ähnlich. Teilweise, da gibt es auch also plötzlich Musiknummern, die eigentlich, ja, die in den Film reinpassen zu dieser Geschichte, aber es ist trotzdem kein klassisches Musical. Das ist alles, Ja. was Henning liebt, in einem Film. Was meinst du jetzt genau? Du magst doch so Popmusik in Filmen eigentlich nicht so, oder? Doch. Ich mag die in Superhelden-Film-Trailer nicht. Okay. Ansonsten finde ich Film. da, ja, Ja. also ich kann das alles unterschreiben, was Marian gerade gesagt hat. Also wenn das so eingebaut, ich mag Musical-Filme tatsächlich nicht so wirklich, Ja. aber wenn das jetzt so eingebaut ist hier, also ich finde, hier ist auch die hier, auch der ganze Trailer mit dem Song drunter. Das ist für mich aber tatsächlich was anderes, als ob ich jetzt, während da so ein Lied läuft, versuche, irgendwie Aquaman cool in Szene zu setzen oder die Justice League durch die Gegend Absolut. fliegen zu lassen. Das Genau. ist eine andere Hausnummer. Also, und hier spielt ja die Musik tatsächlich dann auch, wenn es dann auch noch so ist, dass die Musik im Film noch eine Handlungsebene per se ist, die Inhalt transportiert. Und ich glaube, das ist hier ja der Ansatz von Todd Phillips, oder wird der Ansatz sein, dass die verschiedenen Songs und auch die Lyrics dann natürlich entsprechend tra Dinge transportieren, was wir jetzt ja auch schon haben, dann kann das ganz grandios werden. Ich will nur kurz einwerfen, wenn man es nicht gesehen hat, das war vorhin ironisch gemeint. Also vor allem mit den Beispielen, die Bernd genannt hat, wenn der Moulin Rouge kommt, da rollen sich mir die Fingernägel und alle anderen Nägel mit hoch und Da freue was war das ich andere? mich Mamma drauf. Mia. Knight's Tale. Mamma Ritter aus Mia war doch wirklich. Leidenschaft. Mit Heath Da hab Ledger. ich. Glaubt ihr wirklich, dass da ganze Oh. Lieder drin zu sehen sind, zu hören sind? 15 15 Stück Stück sollen sollen es es sein. sein. Ja. Ich glaube nicht, dass die Lieder ganz jeweils gespielt Ja, werden. Das eben. glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, Also da werden das glaube ich auch Sequenzen aus nicht. den Songs dabei sein. Und ich glaube, dann wird es die Kunst sein, dass das Ganze, um das jetzt mal, um den Gegenpol zu Marian zu machen, ich meinte das gerade nicht ironisch. Ich glaube, dann Ja, kommt es eben. tatsächlich drauf an, hat es. Zum einen darf es da nicht inflationär benutzt werden. Also ich glaube, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, alle 3 Minuten irgendwie sowas passiert, dann ist es natürlich nervig, weil dann ist es nichts anderes als ein Musical. Und das muss dann halt auch, zum einen muss es gut sein, das mal das erste sowieso, und zum anderen muss es dann tatsächlich auch, es darf nicht zum Selbstzweck werden. Ich glaube, dann ist es, wenn das so eine Art von, ich verkünstle mich daran, dann finde ich es tatsächlich schwierig, sollte am Ende ein Film bleiben. Ja, wie Ich wird muss ehrlich sagen. letztendlich. Achso, Entschuldigung, du mal. Nee, Nee, also gern. letztendlich kommt es am Ende darauf an, wie man das Ganze miteinander verwoben wird. Also, dass es nicht, dass diese, wie du schon sagtest, dass diese Musiknummern eine Handlungsebene transportieren, die Handlung unterstützen und sogar erweitern. Ja, und das kann halt nicht, darf halt nicht so inflationär gemacht werden. Glaube ich aber auch nicht. Glaube ich auch nicht, dass das so passiert. Ich glaube schon, Genau. dass wir genug Szenen in diesem Film sehen, was auch hier im Trailer schon ist, wo ich fest von überzeugt bin, da wird keine Musik drunter gelegt werden. Naja, Also. ich bin mal gespannt. Was wir jetzt hier sehen am Anfang ist natürlich auch dieses, okay, Musik hat eine große Bedeutung. Ja. Dass er die erste Begegnung der beiden findet ja auch parallel zu diesem Chor, zu der Chorprobe oder zu diesem Chorgesang dort statt. Es kann natürlich gut sein, dass Musik auch einfach ihr verbindendes Element wird. Also, und dass, ne, dann im Ja. Endeffekt es darum gehen wird, dass die Geschichte oder die Beziehungsgeschichte zwischen den beiden halt immer wieder über diese Musiksequenzen Genau. erzählt und transportiert werden. Und dann ist es natürlich ein Leitmotiv, was ich interessant oder spannend finde, was gut werden kann. Was natürlich, aber das habe ich gerade schon gesagt, was natürlich dann bei
inflationärer Verwendung natürlich auch das Risiko hat, dass das halt irgendwie am Ende völlig schief geht. Aber ja, das finde ich jetzt auch zu früh zu beurteilen. Ja. Soll ja hier als Therapie fungieren, wird ja der Sprecher, also das ist ja offensichtlich der Anstaltsleiter, den wir da im Off hören, der sagt, dass ja da Musiktherapie eingesetzt wird. Und ich glaube, das sehen wir auch am Anfang bei ihr. Also das ist diese Chorprobe, soll wahrscheinlich auch eine Form der Therapie sein. Und es macht ja dann auch Sinn, dass man über diese Musiktherapie diesen Film dann auch weitererzählt in dem Ja, Moment. gut, und wie fängt das Motiv, was wir jetzt hier haben, ist ja auch super interessant. Ich meine, den Song, ne, What the World Needs Now, Genau. ne, ist Love, Sweet Love. Ich meine, so fängt es jetzt hier an. Und ich meine, das führt das Motiv aus dem ersten Film weiter und fort. Dieses eigentlich haben wir es hier mit einer Figur zu tun, die letzten Endes auf dann irgendwann natürlich eine absolut verquere Art und Weise, aber ja eigentlich nur geliebt werden will, ne? Von allen um sich rum und letzten Endes vom Publikum. Und jetzt scheint es ja dann darauf rauszulaufen, dass das jetzt hier das erste Mal ist, dass die beiden oder dass jetzt hier zwei Menschen zusammenfinden und sich auf dieser Ebene halt begegnen. Ich muss ehrlich sagen, nach dem Trailer und auch nach dem letzten Interview von Todd Phillips mache ich mir tatsächlich weniger Sorgen, dass es in diese Moulin Rouge-Richtung geht, sondern ich stelle mir das so vor, wie das Rico vorhin gesagt hat, dass es eine Fortführung, eine logische Fortsetzung des Konzepts aus Teil 1 ist, nur eben erweitert um Person Nummer 2, die jetzt plötzlich da etwas haben, was sie teilen können und wo quasi, vielleicht ist sie ja auch ich nenne es jetzt mal Wahnpatientin, auch wenn das bei dem noch gar nicht so klar ist, aber ja, und dann verbindet sich das quasi hier und es wird eine Folie à deux tatsächlich. Das ist das, was du vorhin auch gemeint hast, oder Rico? Ja, also das, und das wäre was, das könnte ich natürlich viel besser veratmen. Wenn er mich allerdings so schnaufen hören will, hören wollt wie Gerd im Aquaman, dann sollten wir den unbedingt zusammen gucken, wenn er Moulin Rougeig wird. Oder so, oder wie jetzt Rock of Ages, weißt du, wo dann jede zweite Szene mit so einem Rocksong dann erstmal Ja, weitergemacht das wird. glaube ich eben nicht. Und Es ich wirkt fand, das also. finde ich zum Beispiel geil. Ich lieb Rock of Ages, Mag so. den auch richtig gern, vor allem wegen Love it, Endlich, den ja. wirklich, ohne Mist, den lieb ich Ja, komplett. Der ist so, das ist ein sensationeller Film. der ist Ist einer der genial. besten Filme mit Tom Cruise, muss ich Ja, sagen. den gucke ich mir an, damit Pour ich. some sugar on me. Ja, Nur mit genau. Tom Cruise war super. Der singt das Ding was besser als Original. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja. Aber ja, genau, anderes Thema. Ja, wo wir ja schon bei What the World Needs Now sind, ein Titel aus dem Jahr 1965 von Jackie DeShannon, ursprünglich interpretiert, aber x-mal in der Zwischenzeit gecovert worden. Jetzt ist die Frage hier, es wird ja hier dann jetzt angestimmt, ist das am Anfang, also was wir jetzt auch am Anfang hören, ist das Phoenix selbst, der den Song singt, weil es schwenkt dann über in die Version von, und der macht jeden Film besser, Tom Jones. Ja, aber laut Todd Phillips singt keiner der Darsteller in dem Film. Das hat er in einem Interview gesagt. Es gibt also keine Songs, die Gaga und What? also Echt? die sollen wohl nicht selbst singen. Also das Du sollen hast Lady wirklich. Gaga da und lässt sie nicht singen? Das ist auch Ja, dumm ein bisschen, ne? Vor das allem für wundert das mich ja auch. Geld. Ja, ich glaube, das hat mich ja auch schon gewundert, weil ich hatte ja auch damit gerechnet, dass Lady Gaga einen Song zu dem Film schreibt. Dann kam dann plötzlich diese Jukebox-Musical-Nummer, wo er dann gesagt hat, nee, das werden nur bekannte Songs genommen. Vielleicht nimmt er ja auch den Lady Gaga-Song, das wissen wir ja Die nicht. muss ja nichts Aber Eigenes machen, aber sie kann doch den ja. Song singen. Ja, und gibt es nicht diesen TikTok-Ausschnitt, den sie selber gepostet hat aus dem Film, in dem es dann Your Nee. Joker, wo sie ein Stück aus einem dieser Musical-Nummern Ist ausgespielt hat? das ein Lied? Also es hört sich für mich einfach nur an, dass es so haucht. Ne? Also wie gesagt, mal abwarten. Also wie gesagt, das ist ja auch nur Gerüchteküche, ist ja sehr laut. Das war ja aus irgendeinem Testscreening, ist auf X verbreitet worden. Also da hieß es Ja, was dann. denn jetzt? War es ein Interview? Ich dachte, also, Nee, Todd wenn das Phillips, der Regisseur das hört sagt. doch Nein, auf, nein. Gerd nach Details zu fragen, wenn er Ja, so will. ich habe mich, sorry. Das Interview war halt mit dem Jukebox Musical, wo er gesagt hat, dass ich keine eigenen Songs dafür geschrieben. Und das andere war ein Testscreening auf X, wo jemand gesagt hat, nee, die singen nicht selber in dem Film. Die Songs laufen halt nur ab. Okay, wobei man nicht weiß, ob da nicht noch in der Nachbearbeitung dann vielleicht dann doch die richtige Stimme drauf landet von dem jeweiligen Schauspieler, oder? Aber gut. Gehen wir mal ein paar Schritte weiter im Trailer. Aber jetzt nochmal, also du sagst, das kann dann gar nicht Phoenix sein, aber wir hören trotzdem zwei Stimmen, die diesen Trailer singen. Zwei verschiedene. Also die erste Stimme, die hier den Also habe Song. ich es nicht gehört, habe ich tatsächlich nicht rausgehört. Da Weil bist du. Tom Jones klingt auch, wenn er etwas ruhiger singt, wie der Tiger. Und das ist am Anfang, ist das eine andere Stimme. Das ist nicht Tom Jones.
So. Ist jetzt auch wieder Spiegelung zum anderen Film. Ich schätze mal, das sieht aus, für mich sieht es aus, wie dass man in so einem, es gibt ja öfter mal so Gefängnisfilme, dass man zusammen Film oder sowas guckt. Und dass man dann, dass dann so viele Leute in einem Raum sitzen und zusammen halt irgendwas gucken. Und offensichtlich sitzt, greift da eine Hand nach der anderen Hand in diesem Raum, wo was angeleuchtet wird. Sie Und das ist ja versucht es genau hier. zumindest, sie zieht die Hand wieder zurück. Genau, und das sind dann, und das ist Lady Gaga und der Joker. Ja, und sie schlägt vor, Und lass uns übrigens abhauen. noch eine kleine Detailsache, in den, auch in den Traumsequenzen von dem ersten Joker-Film sah hier Arthur immer geschleckter aus in seinen Traumsequenzen, immer aufgeräumter. Also, ne, nochmal so. Und hier ist er auch, hier ist er deutlich Er maskulin, sieht maskulin, gesünder aus, gesünder, gesünder auch. genau. Er sitzt. Und das ist zum Beispiel auch so eine sehr ähnliche Szene, hast du dann auch, also wo das aufhört im ersten Film ist, als die Mutter im Krankenhaus landet von ihm und die dann und dann hier Sassy Betts und Arthur zusammen dann im Krankenhaus sind, dann haben die auch so einen intimen Moment zu zweit, wo sie sich angucken und so und dann später merkst du, dass da einfach keiner sitzt und so. Nicht, dass es, ja. Arthur Fleck reagiert, weiß ich nicht, also ob er wirklich reagiert, er blickt ihr zumindest in die Augen. Ich hatte erst den Eindruck, er wäre überrascht über diesen Vorschlag abzuhauen. Es wirkt auf jeden Fall irgendwie nicht real. Also auch diese Reaktion wirkt irgendwie, ja. Er guckt sie auch nicht wirklich an. Das ist ja das Interessante. Er guckt ja tatsächlich an ihr vorbei. Sie guckt Ja, ihn aber wo es zwar ein an, aber. bisschen surrealer wird, also da, wo man dann wirklich sagt, okay, da kann man jetzt sagen, das spielt jetzt nicht da, wo wir jetzt gerade herkommen. Das ist jetzt diese Bühneninszenierung. Ne? Ja, auch im vollen Make-up, Anzug. Lady of Stars. Sie im Negligé, vor dem Mond. Also ein Bühnenbild, auf dem sie sich befinden, alles in Blau gefärbt und tanzen dann. Gut, Im jetzt läuft gerade Let's Mondlicht. Dance. Was ist es? Ist es ein Walzer? Rico, was haben wir gelernt bei Let's Dance? Ich habe nicht so viel Let's Dance geguckt. Sagt er jetzt klar. Aber So. selbstverständlich ist es eine. Eins, zwei, Natürlich. drei. Eins, zwei, drei. Glaubt ihr, das ist die gleiche Szene? Bloß was Sie sehen und was andere sehen? Du meinst, weil jetzt in der nächsten Szene, Genau. die wir Also hier ich im habe Trailer nicht. sehen, sie auf der Straße tanzen Ja. und es regnet, beziehungsweise ist es Regen oder ein Brand gelöscht wird? So sieht das doch eher aus, oder im Hintergrund? Da Ja. brennt was. War das davor eigentlich blasses Mondlicht? Oh. Und meinst du, sie ist der Teufel? Weiß man nicht, wer da der Teufel ist. Wer da wen verführt. Mal gucken. Ja, also das da hinten könnte natürlich Arkham sein. Aber dafür stehen ein bisschen viele Autos auf dem Parkplatz, oder? Ich meine, Ja. hier deutet sich ja, finde ich, schon so ein Motiv an, dass man immer wieder sieht, okay, kriegen wir in diesen Musikausschnitten tatsächlich dann so ihre, also ihre Sicht, ne? Wie sehen sie sich selber? Also, ne, ich kann mir diese ganze Bühne und dann ist es ja dieses The World is a Stage. So, ich kann mir natürlich auch die Welt zur Bühne machen. Das ist eine Frage von Visualisierung, die ich auch Ja. im Kopf machen kann, ne? Ich kann, Und nur das mal kann ich, so, ja? ja, so um wegen den Autos hast du gerade gesagt, dass Arkham ist in der Stadt drin im ersten Film. Das ist Arkham Ja. Hospital, nicht Arkham Asylum. Das kann schon sein, ne? Also, Okay. aber ja, klar, was sonst was Henning sagt. Ja, also ihre Kleidung ist zumindest die gleiche, die sie hier anhat, also drunter, unter der Jacke, wie jetzt hier in diesem, in dieser Sequenz mit dem Vollmond. Ne? Da hat sie das Kleidchen an und hier hat sie es unter ihrer Jacke. Und vielleicht ist das, was wir da im Hintergrund sehen, also das brennende Arkham, wenn es das sein sollte, dann eben das Resultat aus, komm, lass uns hier abhauen. So, wir sehen da im Hintergrund ja auch noch ein paar Leute laufen. Ist es dieser Woody Harrelson-Film, wo die auch immer tanzen, nachdem sie Leute umbringen? Natural Natural Born Born Killers. Killers. Natural Born Killers, Ist ja. es da? Ist es der Film? Es gibt doch auch so einen Film, wo das immer, wo die da so ein. Nee, ich habe Natural Born Killers echt das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen, glaube ich. Ich dachte, da ist dann auch so. So, hier sind wir dann eins weiter, nachdem uns angekündigt wird, dass das diesen Herbst stattfinden wird oder im deutschen Trailer heißt es demnächst. Der Joker rennt mal wieder. Das war ja auch so ein etwas ungewohntes
ein ungewohnter Blick auf ihn, den wir aus dem ersten Teil schon kannten, dass er sehr viel läuft und auch hier läuft er wieder davon, ist aber nicht alleine. Er hat Nachahmer, sage ich jetzt mal, hinter sich laufen. Und ich weiß nicht, ob die mit ihm fliehen oder er vor ihnen flieht. Einer davon wird zumindest von der Polizei gerammt, der andere Und da ist er abgeschnitten. ganz zufrieden. Das sieht nicht so aus, als wären die mit ihm. Meinst du nicht, Auch, dass sie oder was er ist zusammen zufrieden, hat. veranstaltet haben und die Polizei macht Jagd auf sie und er kommt davon? Es kann ja auch sein, dass er sich freut, weil den Polizei was in den Weg gelegt wurde. Die Frage ist halt generell, was man da halt sieht, ne? Ist das, vielleicht kommt er erst so auch frei vom, weil aus dem Gericht, das sieht so aus, als diese Gerichtskutte, die er anhat. Und das halt, dann wäre er Nachahmer kommen und sagen, ich bin der Joker. Weil Nachahmer hatten wir auch so im ersten Teil. Ja, Vielleicht. war ja am Ende, ne? Das war ja diese Bewegung, die da entstanden ist. Ich glaube, der Film baut das auch weiter auf mit dieser Joker-Bewegung, die halt im ersten Teil am Ende schon stattgefunden hat. Also das scheint hier auf jeden Fall wieder ein Thema zu sein. Interessant finde ich auch die gekachelte Straße. Die ist mir noch nie in New York aufgefallen, dass es da solche Bauten gab oder gibt. So, und hier haben wir wieder den Farben, Dreiklang, Vierklang, den wir vorher schon als Regenschirm gesehen haben und auch schon aus den ersten Teil kannten. Und wir haben es hier wieder mit einer Show zu tun, in der dann eben auch Joker und Harley beworben wird, auf einer, ja, Lichterwand, nenne ich es jetzt mal. Wir befinden uns in einem TV-Studio. Auch hier könnte man denken, das ist eher etwas, was sich in einem Kopf abspielt. Dann haben wir den Joker in der nächsten Szene wieder im Make-up in einem Club, Jazzclub, Musikclub, auch mit Harley zusammen, die in einem Glitzerkleidchen tanzt vor einem Klavier. Das wiederum ist inszeniert, als wäre es, als würde es ich sag mal, Realitätsebene stattfinden. Ja. Oh, okay. Ja, es sieht auch so Ja, 70er-mäßig aus, ne? das ist ja diese 70er, 80er-Look, hat er ja auch komplett übernommen. Aber das ist ja die große Frage. Du kannst in diesem Trailer wirklich bei keinem Schnitt sagen, ob das wirklich zu der anderen Szene gehört. Hier haben wir zumindest einmal kurzes Element mit diesen Bläsern, dass man es in zwei Schnitten sieht. Aber Lady Gaga ist jetzt wieder komplett alleine zu sehen, ne? Das ist so. Ja, gut, sie kann Ich auf meine, der das anderen ist ja, Seite des aber ich Klaviers meine, sein, ne? wie gesagt, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Sie machen sich ja alles so Stage. Letzten Endes kann das kann jetzt alles Mögliche bedeuten. Das kann auch sein, dass das hier die Show-Revue-Nummer im eigenen Kopf ist, während man gerade eigentlich, keine Ahnung, im Asylum eine Aufführung hat, ne? Weil der Chor quasi präsentiert oder was weiß ich, man macht. Also das ist ja. Das ist, wie gesagt, da werden wir jetzt wahrscheinlich in der Trailerbesprechung nicht schlauer werden, weil das werden wir erst wissen, wenn wir den finalen Film Das sehen. Also, stimmt. und ich glaube, dass wir hier durch Genres und im Zweifelsfall musikalisch durch verschiedene Epochen springen. Ich glaube, da sollten wir nicht zu viel reininterpretieren, bis wir nicht wissen, sind das wirklich reale Sequenzen. Das glaube ich nämlich tatsächlich nicht. Das stimmt, aber ich glaube, uns bewusst darüber zu sein, was wir Ja, ja genau. eigentlich Ja, auch klar. sind, ne, Ja, dass klar. jede dieser Szenen nicht wirklich, sagen wir mal, so eine durchgängige Handlung auf der Realitätsebene Ja, yeah, darstellt, genau. das kann man ja dadurch mal so Ja, kennzeichnen. yeah, genau. Das. Weil das hier, was wir jetzt gerade sehen, und zwar, dass, nachdem der Name Phoenix eingeblendet wurde, jemand von einem Wachmann durch die Gänge gezogen wird, der am Boden liegt und Geh mal genau, ein also. Stück weiter, das sieht man, glaube ich, gleich mal Ja, besser. gut, man hätte Ja. auch einfach nur weitergucken können. Am Boden, schreiend, Oh, Feinripp. fein Ey, das ist drunter. einfach, das ist einfach seine Anstaltskleidung, Ja, oder? Also das ist einfach sein Outfit aus der Einrichtung. Ja, genau. okay. Dann passender Name, Gaga, Ich finde es ein immer noch großer Name. grandios, dass die ihren Namen einfach durchzieht. Ja, Ja, dass sie das einfach, stimmt. also Selbst als absolut. Schauspielerin. Ja. Und die hat auch einen sehr langen Namen, ne? Ach, diese Szene liebe ich ja wieder so sehr. So, Das was wir sehen, ist vor einem Gerichtsgebäude eine Meute an Menschen mit Transparenten und ja, Jokermasken,
Anhänger des Ganzen, was bringen die denn alle hier mit? Wenn ich... Kreuze. Ne, wir haben beide Seiten. Wir haben Pro und Contra. Wir haben Free Arthur und Free Joker. Wir haben aber auch Arthur Fleck Killed. Guilty as charged. Racist haben wir, glaube ich, vorne auch. Das Orangene. Ein Kreuz haben wir, das verstehe ich auch meistens nicht. Eine Sense haben Ich wir noch glaube, ich habe dabei. eine Sense. Heute ist Sense. Und in der Ja, Mitte ja. führt die Polizei Harlequin in einem eher typischen Outfit, also rote Jacke, schwarzer kurzer Rock Ja, und optisch passend zu dem, was halt zu so Arthurs Joker-Outfit. Auch die zurückgegelten Haare. Aber hier bei der Szene hatte ich mich zum ersten Mal gefragt, weil klar, wir sehen sie zum ersten Mal als Insassin, und das ist ja dann auch durch das Internet gegangen, die ist ja nicht, hat ja nichts mit den Comics zu tun. Und die habe ich mir zum ersten Mal gedacht, wissen wir das wirklich, ob sie nicht doch seine Therapeutin ist? Das Ja. spart dieser Trailer nämlich komplett aus. Absolut. Das spart er komplett aus, weil hier habe ich mir zum ersten Mal gedacht, es könnte ja sein, dass sie doch Harleen Quinzel ist, in der Realität seine Therapeutin, und sie hier auf dem Weg ist, weil sie sich ihn verliebt hat, um ihn quasi vor Gericht freizuboxen. Um für ihn auszusagen, Genau, genau. für ihn Vielleicht auszusagen. fängt ja der Film auch erst an, dass er sich sie vorstellt und dann stellt sie sich ihn vor. Ja, und sie sagt auch Es noch im Trailer, sie ist ein Niemand, sie ist Nobody. Vielleicht ist auch das schon ein Hinweis drauf. Aber ansonsten bin auch ich da inzwischen ein bisschen geläutert, wenn es darum geht, dass man sagt, ich wünsche mir da so Comic-Sachen Nee, rein, dass das am nee. Schluss dann sich doch nochmal alles dreht und dann ist das alles sehr Comic-akkurat. Da verlasse ich mich zumindest nicht drauf. Bist du geläutert jetzt? Okay, Da gut. bin ich, also, oder, nee, nicht enttäuscht genug, sagen wir es mal Ja, so. okay. Also das Wort enttäuscht wortwörtlich genommen. So, Aber genau. ja. Wir sehen auch sie jetzt in der nächsten Szene hier, wie sie Arthur Fleck mit Lippenstift versucht, ihm sein Make-up aufzutragen. Da wurde wahrscheinlich gerade, das sieht ein bisschen lädiert aus, ne, der Bruder. Das kann vielleicht nach der, Lädiert. und als sein Feinripp an. Ja. Ich glaube, es ist halt mit den Nicht. Mitteln, die ihm zur Verfügung steht, sein Make-up wiederherzustellen, oder? Sein anderes Ich. Lädiert weiß ich Ja. jetzt nicht. Es ist halt wahrscheinlich nicht so professionell, wie es gewohnt ist. Haben wir schon mal über die Nase gesprochen? Über die rote Clownsnase? Gab es schon mal eine Joker-Interpretation, auch in den Comics, in der der Joker eine rote Clownsnase bekommen hat? Also ohne es zu wissen, würde ich jetzt einfach mal sagen, bestimmt. Er hat bestimmt mal irgendwo eine rote Clownsnase gehabt. Wenigstens wenn Red Nose Day ist auf Pro7. Voll. Gab es schon länger nicht mehr. Na dann, aber in den USA gibt es die Sonne. Also zumindest wer diese Maske über der Maske anhatte, ne? Die, das war Das auf stimmt. jeden Fall. So. Das ist doch Ding hier. Hier Der sind ist wir doch. jetzt bei wahrscheinlich einem Therapeuten. Marian, sieht so ein Therapeut aus? Ja, der Psychiater. Obwohl, der sieht eher aus, dass... Was sagt der? Das sieht eher aus wie der Anstaltsleiter, würde ich sagen. Also hatte ich gedacht. Anstaltsleiter oder irgendwie so. Ich habe jetzt Ja. an Bewährungshelfer oder sowas Ja. gedacht. Also jemand, der dir so Rechtsunterstützung, nicht Bewährungshelfer, jemand, der dir Rechtsunterstützung gibt, ja. Jetzt habe ich gerade die Untertitel nicht da. Fragt er dann nicht an dem Moment, was jetzt anders wäre? Genau, fragt, was anders wäre, ja. Obwohl, das ist natürlich schon... Na gut, dann kann es ja auch der Anstaltsleiter sein, was wieder ein Psychiater wäre und damit hätte ich recht. Wer ist denn das mal? Kennt man den Typen? Den spielt er nicht eigentlich irgendwas so komische Rollen, der Schauspieler? Jetzt habe ich Mir noch sagt falsch er gerade gelassen. gar nichts. Ich finde nur, dass seine Frisur schön in die 80er Jahre reinpasst. Das haben sie gut Stimmt. gemacht. Ja. Ah, okay, ich will. Steve Coogan. Bekannt aus? Coogan. Nachts im Museum. Tropic Thunder. Stan und Ollie auf jeden Fall. Der hat auch mitgespielt, oder nicht? Der hat doch Laurel und der hat auf jeden Fall hier Ja, Stan ja, Laurel gespielt. ja. Ah ja. Verfilmung. Im Minions-Film spielt Den er kennt, mit. der ist mega bekannt. Also dem sollte man, den kennt man auf jeden Fall schon. Percy Jackson. Das ist ein bekannter, das ist ein Brit, das ist ein relativ, also das ist ein bekannter britischer Komiker und auch ein Charakterdarsteller. Also den kennt, Steven Coogan kennt man schon. Und Okay. Fats, der war doch auch in dieser ganzen
Geschichte war doch auch mit dabei, oder nicht? In der. War denn nicht in diesem Nixon-Film auch drin? Da täusche ich mich gerade. Na, weiß ich das, was ich gerade. Du machst meinst denn, wo die. Ja, ich glaube, da ist der nicht mit dabei. Oh, warte mal, ich sehe gerade was. Der Indianer im Küchenschrank ist er dabei. Das ist schon sehr lang her. Stan und Ollie, Holmes und Watson, aber uncredited. Was haben Aber weil du es gerade eben ansprichst, also ich hatte, als ich mir dann auch eben den IMDb-Eintrag zu Joker 2 angeguckt habe, nicht den Eindruck, dass sehr viele Schauspieler mitspielen. Also jetzt mal abgesehen von, ne, dass wir sie jetzt an Massenauflauf und so weiter gesehen haben, aber dass so die direkten Ansprechpartner im Film eher dünn gesät sind, dass da nicht so viele Leute auftauchen. Links spielt nochmal mit. Sassy Betts spielt auch nochmal mit, scheinbar, ne? So, jetzt gehen wir mal eins weiter. Da sind wir nämlich wieder auf den Treppen oder an den Stufen dieses Gerichtsgebäudes. Und was fällt uns hier auf? Also erstens mal, auf einmal ist die Fassade nicht mehr das Gerichtsgebäude, sondern da sind Vorhänge davor, schwarze. Und die beiden schwingen ihre Hüften wie bei einem Musical. Und es ist alles nur noch positiv, Joker, gelistet hier, ne? Was man sieht. Ja, sie hat auch ein anderes Kleid an, ne? Ist alles ein bisschen bunter und more happy. Also ich glaube, das ist wieder, könnte eine Musikeinlage sein. Das ist auch so Nancy Sinatra-mäßig, wie sie da aussieht, oder? Ja, das wollte ich sagen. Die sieht ein bisschen aus wie Nancy Sinatra da. Also das geht dann eher schon in die 60er zurück, so ein bisschen. Ist es nicht diese Treppe, wo die diese krasse Steppshow hat? Wo die so steppt? Wisst ihr, wovon ich rede? Es gab doch ein Video mit Gaga, wo die gesagt haben, die hat sich ja bis zum die muss dort extrem sich totgearbeitet haben an dieser einen Step-Einlage, bis die so war, wie sie das wollte. Für diesen Film? Ja, und da gab es ein Video auch dazu, wo man die so ein Stück weit, so ein geleaktes Video, wo man die so, wo man, hä? Da hat sie aber ein anderes Outfit an. Da hat die noch mal, die hat noch ein Stimmt. drittes Outfit an. Das Eins stimmt, aber mit das sieht aus so. wie diese Treppe da. Okay. Ich dachte, es wäre die Treppe. Also als ich das Video, ich kenne das Video, dachte ich immer, das wäre die Treppe vom ersten Joker-Film. Die Treppe quasi. Okay. Ja, Na ja. gut. Aber wie gesagt, man muss mal gucken, also auch im Subtext hier, ne, aber wenn man das Bild jetzt sieht, wie die runterspringen, überall nur positiv. Knock, 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 Joke. Hier free on all charges. We love Joker. Justice steht auf der Treppe. Joker Also auf der Treppe. Das ist es sieht also. so aus, als wären sie als, ich sage jetzt mal, Sieger aus Genau. dieser Verhandlung rausgekommen oder freigesprochen aus der Verhandlung. Dass der seinen Fuß so hochkriegt, finde ich beeindruckend. Ich würde es nicht hinkriegen. So, und auch hier, was wir hier sehen, ist ja dann Arthur Fleck in so einem Polizeifahrzeug von innen vergittert, blickt nach draußen und ihm jubeln, ich sage jetzt nicht alle Leute zu, aber es sieht schon so aus, als hätte er weiterhin seine Anhängerschaft, ne? Die wir ja auch schon aus dem ersten Teil kennen, die ihn da ja so groß gefeiert haben und auf die scheinen da zu vertrauen. Und hinten an der Scheibe sieht er, so, da haben wir ja schon die grüne Perücke mit dem grinsenden Gesicht. So, dann geht hier wieder ein Spotlight an. Der Joker im weißen Anzug. Erinnert jetzt nur ungefähr auch an die Darstellung in The Dark Knight Returns. Die Haare nach hinten geschleckt, aber wir sind auch hier wieder auf einem Set-Piece und finden uns hier wahrscheinlich Las Vegas, Schnellhochzeit vor einer Das ist Gaga da vorne. Kapelle und haben hier noch so ein Catwalk, sage ich jetzt mal. Genau, und den, der beleuchtet ist und Harley Quinn im Hochzeitskleid, wenn man das so nennen möchte. Und Blumen auf ihn zugeht. Schön, Das Hochzeit in Gute. Weiß. So im Wir werden auch viele Hintergrund. Hot Toys Joker bekommen nach dem Film, ne? Nachdem im ersten Teil nicht so viel möglich war. Ja, Oh, absolut. aber guck mal hier, ist das nicht der, wie nennt man das, darf man kleinwüchsig sagen, aus dem ersten Teil, der da steht? Oh ja, das kann sein. Wie hieß denn der? Murray, ne? Murray? Es Nee, ist der, den Murray er ist der. verschont hat, oder? Weil er immer nett zu ihm war. Murray war hier Ah nee, Murray war der, den die Robert De Pistole Niro. verkauft hat. Ja, nee, Quatsch. Wer der da rechts ist, daneben, weiß man allerdings, oder sieht man gerade zumindest nicht. Gary heißt der Kleine.
So. Und da ist jetzt auch schon wieder gedreht so ein bisschen, ne? Dass sie halt frei ist und er nicht. Ja. Also wenn das. Aber er darf auch rauchen im Knast. Wobei es waren die 80er, da durfte man, glaube ich, überall rauchen. Und da raucht er So sie, haben das sie ist, das. glaube ich, dieses: Lass mich, komm, lass mich mal ziehen, rauch mir meinen Mund. Sau ekelhaft, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Ich finde es auch mega eklig, ja. Gott, oh Gott, ey, mach das weg. Ja, ich habe keine Oh. Ahnung von wahrer Liebe. So, hier wird das Ganze dann Naja. gespiegelt im Sonnenuntergang. Das ist, glaube ich, auch dieses Hochzeitsszenario, aber da befinden wir uns dann schon wieder eher in dieser Inszenierung. Die beiden küssen sich Oh, und ihr dann sind wir schon in der nächsten Szene, wie der Joker einen Barhocker auf jemanden schlägt. aggressive Verhandlungen, oder wie nennt man Vielleicht, das? Wir vielleicht. Ja, aggressive Verhandlungen. aus hier die letzte Bar-Szene mit dem Joker aus The Dark Knight. Da ist auch immer noch aggressive Expansion, wie nennt das? Wo er dann den König auseinanderbricht und zwei Goons hinschmeißt. Also ihr seid auch der Meinung, dass das hier ein Club ist, oder ist das, könnte das auch ein Gerichtssaal sein? Ja, die Lampe. Die Lampe hinten links, ne? Das sieht nach Aber dem die Lampe Club. unten rechts? Der Scheinwerfer hat mich gedrückt, du hast recht, es kann noch was anderes sein. Aber Vielleicht er hat auch ein. verwandelt sich ja aber gerade der Gerichtssaal in einen Ja. Tanzsaal. Schauen wir eins weiter. Da Ah. befinden wir uns auf den Dächern vom Arkham Hotel. Lasst uns noch mal ganz kurz die Tonspur noch mal mitnehmen. Weil das ja, wir haben ja nicht so viel Text in dem Trailer, ne? Also auf der Tonspur ist ja dialogtechnisch passiert da ja gar nicht mal so viel. Aber wir haben ja gerade in der Szene gehabt, wo der, wissen Sie nicht, ob es der Anstaltsleiter oder wer auch immer ist, der ihn fragt, was ist denn jetzt anders, ne? Und dann hörten wir auf der Tonspur jetzt ja Arthur, der sagt, was anders ist, ich bin nicht mehr allein, ne? Und darüber sollten wir mal sprechen, das kommt ja dann gleich auch, ne? Aber das ist ja tatsächlich auch eine ganz schöne Montage, wie sie halt zeigen und wir auch nicht genau wissen, was heißt in dem Fall nicht mehr alleine? Ist es nur auf Harley bezogen oder ist es tatsächlich auch auf die Öffentlichkeit bezogen? Weil parallel in der Montage wir ja anscheinend sehen, dass es öffentlich Zuspruch gibt für ihn, ne? Und Also wir ja das auch ist. sagen müssen, dass das ja ein Hauptproblem im ersten Film war. Eine verlassene Person Genau, ja, genau. von allen verlassen. Deswegen, ja. Ja, und wir hatten ja auch in dem ersten Fall diese Background-Story, dass es in Gotham brodelt, wegen den sozialen Unterschiede, dass man ja schon, dass er quasi der Auslöser ist für diese Widerstände, die dann da gegen Thomas Wayne ja unter anderem auch gelaufen sind. Und das scheint ja hier auch weiterhin ein Thema zu sein, oder sogar mit aufgenommen worden zu sein in die Handlung, dass es also da definitiv weitergeht. Ja, wie gesagt, wir befinden uns jetzt auf dem Bühnenbild des Daches des Arkham Hotels, wo noch Plätze frei sind, beziehungsweise Zimmer frei sind. Und ich glaube, aus dieser Szene ist auch das Filmplakat entstanden. Da gibt es ja Pressefotos dazu, die schon veröffentlicht wurden. Genau, und jetzt sind wir hier, wo Henning eben sagt, darüber sollten wir mal sprechen. Und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, vor allem im Original, was für eine tolle Stimme Phoenix da auch mit anklingen lässt. Ich habe den erst in Napoleon gesehen, da ist das eine ganz andere Person. Also ich finde, das ist einer der größten Schauspieler, die es gibt, tatsächlich aktuell. Der Ja. hat auch eine andere Stimme. Das ist großartig. Ja. So, hier befinden wir uns auf den Straßen Gothams, Tumulte, Brandstiftereien. Erinnert so ein bisschen an das Watchmen-Opening des Films. Da werden Nicht die Justice League. Ich sehe keine Obstkörbe. Und jetzt, everybody hurts. Oder wie ging das dumme Lied dazu noch? And Wir everybody. machen Ich hier glaube, keine jetzt. Musical. Warum? Also, es könnte jetzt natürlich einerseits sein, dass die Dame, die wir hier im Zentrum stehen sehen, dass es Harley Quinn ist und dass die Person auf dem Fernseher, das ist der Joker, sitzt der da im Arkham Asylum, im Arkham Hospital? Hält er da eine Rede? Ist das. Könnte Sind da ja Gitter irgendwie im was daraus Hintergrund, ne? erkennen? Werdet ihr schlau? Aber das ist noch Lady Gaga, oder? Diese schön geblonden Haare, gefärbten Haare, sie erkennt man doch. Sie will den gerade sehen. Vor allem die Mütze hat sie doch irgendwo anders auch mal auf, glaube ich. Die kennt man ja. Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so eine Szene ist, wo sie ihn mal erkennt oder sieht und dann erst ins Arkham Asylum kommt. Also dass sie, während sie ihn auf dem Bildschirm sieht, praktisch eine Faszination für ihn entwickelt. Auch interessant. So, hier das Arkham Asylum oder das Arkham Hospital, vermute ich mal. Und die beiden nehmen Reißaus. Ist das vielleicht die Szene, die wir, bevor wir eben sehen, dass die Feuerwehr anrückt und Leute gerettet werden müssen, können wir vorstellen. Hier, ja, eignet sie sich auch ein Make-up an, nach Vorlage des Jokers. Hast du die? Ja. Ja, vorhin schon angesprochene Szene, die nicht so ganz ausgespielt wird mit ihm. Ihn einfach nach draußen zu stellen. Marian, warum macht man das? Um ihn Singin' in the Rain Weil singen zu lassen oder hat das therapeutische Gängelgründe? das Menschen dürfen ja nicht eingesperrt werden die ganze Zeit, deswegen würde er auch mal raus dürfen. Ist ja eher wie eine Gefäng ist ja eher wie ein Gefängnis als wie eine Psychiatrie, ne? Und selbst in der geschlossenen hast du ja trotzdem auch manchmal noch so eine, das ist natürlich auch geschlossen, aber in der geschlossenen Psychiatrie hast du trotzdem die Möglichkeit rauszugehen. Es kann natürlich auch sein, dass sie ihn herausgeführt haben, wofür auch immer, aber ich glaube einfach, der darf raus, der hat Ausgang gerade quasi. Ja, aber Weil in. wir reden wahrscheinlich über eine forensische Psychiatrie sprechen, ne? Ja. Ja, das meine ich ja, Ja, ne? also, Also so. ja. Okay, also dass er jetzt im Regen draußen steht, ist halt dann einfach Pech. Ja, oder sie machen es extra, der hat halt die Zeit und der darf die nutzen und jetzt machen sie es vielleicht extra, kann ja auch sein, ne? Sie Ja, quasi dafür, sagen, oder sie checken um es ihn halt zu nicht. gängeln, wie du vorhin gesagt hast. Ja, genau, sie checken es halt nicht mit seiner Lache, dass es keine Provokation ist und jetzt stehe ich doch Was ein auch bisschen im immer. Regen. Ja. Es sieht ja so aus, zumindest wird es suggeriert, auch in der Szene vorher, da, wo man ihn da durch diese Gänge zieht, dass eine Form von Misshandlung stattfindet bei Dass er ihm. ziemlich gegängelt wird. Ja, das ist gar. Also, das könnte ja auch hier eine Rolle spielen, dass man es wirklich extra macht. In der nächsten Szene sehen wir etwas explodieren und die Szene ist nicht lang in dem Trailer drin, aber gerade eben als Standbild meint man schon zu erkennen, wo man da ist, und zwar, dass das dieser Gerichtssaal ist, der hier explodiert, wovon wir vorher die Stufen gesehen haben. Da gehen die Kronleuchter aus, da werden die Kameras mit in Leidenschaft gezogen und das hier ist wohl Arthur Fleck, der sich durchs Bild rollt unter diesem ganzen Tumult und Sachen, die durch die Gegend fliegen. So, auch hier interessant, das im Standbild zu sehen. Das nächste Bild zeigt nämlich Harlequin mit einer Waffe, mit einer Kanone und den Joker, der da auch versucht, ein bisschen Abstand zu nehmen. Aber wenn man mal so da links daneben blickt, da liegt jemand auf dem Tisch und hat ja doch recht viel Blut am Kopf verloren. Entweder ist das jetzt derjenige, der durch den Stuhl so beeinträchtigt wurde, oder sie hat jemanden in den Kopf geschossen. Links. Übrigens spricht das schon fast wieder dafür, dass es nicht Club ist, ne? Ja. Also, Ja. weil da steht eine Kaffeekanne oder eine Teekanne auf dem Tisch, ne? Also, es ist jetzt Richtig nicht gezeigt. unbedingt so ein Utensil, wo ich sagen würde, Nee, da steht jetzt du in einem siehst hinten Nachtclub. auch, du Ja. siehst hinten bei ihrer Pistole, da steht der Gerichtsdiener hinten. Ja, genau. Also, das sieht auf jeden Fall wieder nach Ja, Gerichtssaal aus. das Ja, stimmt. ja. Und da ist auch Publikum, ne? Wenn man weiter hinter sieht, ich Ja, weiß nicht, ob ihr genau. das jetzt in der Übertragung seht, aber. Und die niedriger sitzen als der vorne, der hinter ihr ist. Also das sieht so ein bisschen aus wie, okay, im Gerichtssaal, die sitzen hinten auf den Zuschauerrängen. Ja, genau. Also. Aber auch der kann ja zur Stage werden, ne? Das ist Genau, das, wo absolut, wir ja, vorhin total, den genau. Scheinwerfer Ja. gesehen haben, ne? Ja. Genau, hier sieht man es. Ja, Das da sieht dürfte man es das doch gleiche nochmal, Setting sein, ja, ne? da sieht man es nochmal deutlicher. Da liegen ja auch Akten, da hinten ist eine Kiste mit Akten oder mit Beweismaterial. Also das ist auf jeden Fall, das ist kein Nachtclub oder so eine Mixtur dann aus einem Nachtclub, aber auf jeden Fall ist das sieht auf jeden Fall wie ein Gerichtssaal aus. Ja. Also es kann durchaus sein, wie ihr es ja vorher schon gesagt habt, dass das etwas ist, was sich dann durchs Umschalten von Licht und so weiter dann eben in eine Bühne verwandelt und das sich jetzt hier in so eine Nummer dann transformiert, die ganze Geschichte. Sie Das schmiert wird ein das Trip, Blut ich rot. sag's euch. Ja. Ja. Oh Nach Gott. Zwickau? Eisenach, habe ich gehört. Eisenach. Ja?
So, hier der Joker, der dann noch mal eine Show-Einlage gibt am Klavier und wieder eine Fluppe im Mund trägt und Floßfilme. jongliert. Das scheint aber zu der Szene eben zu passen, weil die Background-Sängerin und das Licht die gleichen sind. Auch hier wieder ein Spotlight, was eine große Rolle spielt oder zumindest die Szene beleuchtet. So, und dann. Das ist die beste Szene im Trailer, muss ich sagen. Ja. Die finde ich Ja. richtig großartig. Ja. Zu 100%. Auch wenn die ein bisschen, es gab doch von Heath Ledger dieses, Ja. kennt ihr das noch? Ja. Das Dark Hey. Knight-Plakat, ja. Jetzt wirf Genau, mal Todd das hat. Phillips nicht vor, dass er gern kopiert, ja. Aber es ist Er macht es schön ja gut. Also wenn man inszeniert. gut kopiert, ja, und das ist toll inszeniert. Ich frage mich, wie lange man das üben muss. CGI. Das Henning, sehe was ich sagt anders. er? Ja, Er sagt sagt sie sein. in dem Kann eben auch Moment sein. oder was fordert sie ihn auf? Ich muss gerade gucken, ich habe den Titel nicht offen gerade. Irgendwie Irgendwie zeig dich, ne? Ich will dein wahres Ich sehen oder sowas. ich will dein Ja. wahres Ich. I want to see your real. Ja. So real me oder so ähnlich. Genau. Deutsch. Und sie setzt den Lippenstift an, zeichnet ihn an eine bestimmte Stelle und er ist sich der Kamera bewusst und weiß, wann der auf dem Lächeln perfekt sitzt. Nein, also die Szene ist toll inszeniert, besonders wie er so langsam sein Gesicht rübergehen lässt, positioniert und es dann perfektioniert, indem er dann sein Grinsen aufsetzt. Und das lässt den Trailer so toll ausklingen, Ja. dass man, also ich weiß nicht, also ich habe mit ihm mitgrinsen wollen in dem Moment. Und Dr. Eggman zu Joker in 10 Sekunden. Ja, ich wollte gerade sagen, Bernd, du bist nämlich der Einzige von uns, dem das so ging. Das ist auch schön zu wissen, der Einzige zu sein. Auch hier ist der Fall, dass sie ihm ja wenn das Harley Quinn sein sollte, und davon können wir ja ausgehen, dass sie ja nicht im Arkham Hospital ist, sondern sie ist ja draußen. Also sie ist ja zu so einem Gespräch vor so einer dieser Glaswände, ne? Wo man einen Termin vereinbaren muss und dann eventuell über dieses Telefon sprechen kann oder hier eben über diese Löcher in der Scheibe. Das verwirrt mich zumindest so ein bisschen inhaltlich, dass sie sich in dem Trailer im Arkham kennenlernen, es aber viele Szenen gibt, wo sie außerhalb ist. Du meinst, man darf aus Arkham nicht entlassen werden? Dürfen ist das eine, aber sie ist ja also was wir hier erzählt bekommen haben, flieht sie mit ihm. Wir wissen ja nicht, was sie angestellt hat, warum sie da ist, das ist schon richtig. Vielleicht holt sie ihn auch raus. Ja. So oder so. Entweder als seine Therapeutin oder als eine später oder als eine Mit Patientin, die aber dann vorher raus darf. Wir Seine wissen ja wahre Mutter. auch noch gar nicht, ob das überhaupt die erste Begegnung der beiden ist, die wir im Trailer sehen, ne? Das impliziert der Trailer jetzt. Wissen tun wir das nicht. Genau, das kann wie gesagt auch am Ende des Films sein. Genau. Wo sie dann eben auch mit in Arkham Genau. einsetzt. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit der Nummer. Nochmal ganz groß den Titel eingeblendet und ja, nochmal verwiesen auf den Start im Oktober. So. Geh mal rein, oder? Ja, voll. Gutes Ding. Der wird entweder ganz schlimm oder ein richtig guter Film. Also ich glaube, für mich kann es gar nicht so schlimm werden, weil ich einerseits, wenn ein Musical gut funktioniert, ein Musical auch von mir geschätzt werden kann. Also da bin ich offen für. Da weiß ich, dass man damit seine Schwierigkeiten haben kann. Also für mich ist die Komponente eher interessant, als dass sie mich stören könnte. Doch kein Musical. Aber vielleicht ganz kurz, um jetzt mal gar nicht, ich will noch gar nicht so viel jetzt irgendwie mich, wie wird der Film oder so. Ich glaube erstmal der Trailer an sich, ne? Ich hab ja zuletzt auch mal irgendwann gesagt, als wir, ich weiß ja gar nicht mehr, was wir da gesprochen haben, dass ich das tatsächlich vermisse, diese Kunst, Trailer vernünftig zu schneiden. Und das war früher mal eine richtige Kunst. Das war eine Genau. eigene Kategorie quasi von Filmkunst, einen guten Trailer.
zu schneiden und einen Trailer so zu schneiden, dass er mich neugierig auf den Film macht, ohne mir den halben Film oder fast schon den ganzen Film zu verraten, ne? Oder dass ich schon jetzt weiß, okay, ich weiß, wie das abläuft, krieg die ganze Story quasi präsentiert. Das hier ist mal wieder ein Trailer, der wirklich gut ist. Das Also der stimmt. das macht, was ein Trailer tun sollte, ne? Der sollte mich anteasen, der sollte mir ein paar Sachen geben, dass ich ungefähr weiß, um was geht's, oder dass ich ungefähr so eine Ahnung davon kriege, was kann das sein, ohne dass er mir aber die ganze Story vorher erzählt, ne? Und das ist hier, dass ich was, ich glaube, deswegen hat der ja gerade auch so super positive Resonanz, weil das hat ja teilweise schon Seltenheitswert. Zumindest bei Filmen, die einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben. Also wenn ich mir Trailer der Blockbuster, diese klassische Blockbuster-Trailer der letzten 5, 6, 7 Jahre angucke, da bist du müde von. Das Schlimmste, was ich jetzt hatte, das letzte Mal war der Trailer zum Mission Impossible, zum letzten, der im Kino lief. Der war ich wirklich grauenhaft. Da habe ich das Gefühl, das war der Film im Schnelldurchlauf, wo ich so denke, okay, der hat nichts mehr parat, wo ich im Kino gesessen habe und gedacht habe, okay, das haben sie noch nicht im Trailer gezeigt. Das ist Stimmt, da wirklich waren wir grauenvoll. gemeinsam ja. Das war ja zu The Flash, Ja, als der richtig, lief. ja, Und genau. das Kontrastprogramm war ja damals der Oppenheimer-Trailer, der Exakt, auch genau. lief im gleichen Block. Und wir gesagt haben, okay, das ist schon was anderes. Und du auch dann irgendwann gesagt, waren das jetzt drei oder vier Filme, die innerhalb des einen Mission Impossible-Trailers Genau, weil der hörte nicht beworben auf. wurden? Der Trailer hörte nicht auf. Ja. Der fing immer wieder an und dachte so, Ja. jetzt hättest du einen Cut machen müssen, dann wäre es okay gewesen. Dann ging es noch weiter und es hörte einfach nicht auf. Ne? Und Ja. dann, genau. Und das hier ist mir wieder so, habe ich beim Schauen gemerkt. Ich mir so, der ist zu Ende und ich denke mir so, ja, okay, ich habe Bock, den zu gucken, aber eigentlich weiß ich immer noch nicht ganz genau, also ich weiß eigentlich noch nicht, um was es geht. Und das ist halt eine Kunst, das hinzubekommen. Ne? Das Das ist stimmt. auch Obwohl mit er ein viel Grund, zeigt, warum. ne? Ja, Ja, stimmt. aber deswegen geht der Trailer auch wirklich steil. Das sieht man auch in den ganzen Reaction-Videos, weil sie genau die Punkte, die Henning gerade gesagt hat, auch alle hervorheben. Weil niemand so ganz genau weiß, was an der Film dann letztendlich erzählen wird. Man kann halt wunderbar spekulieren, man bekommt hochinteressante Bilder. Lady Gaga wird grundsätzlich überall, kommt die super weg. Also auch die Einstellungen, alle, die wir auch gerade gesagt haben, werden auch in dieser Reihenfolge genannt. Und halt dieser Punkt, dass man jetzt wirklich Lust auf den Film bekommt. Aber das hatte der erste Joker-Trailer damals, wo Rico und ich alleine besprochen haben, auch schon gemacht. Auch da wurde wirklich eigentlich gar nicht die Handlung des Films erzählt. Da haben wir auch darüber spekuliert, ist das jetzt ein Sozialdrama, was wird daraus? Der hat das ähnlich gemacht. Also da wurde auch, das kann Todd Phillips, glaube ich, also, oder die Leute, die da für ihn die Trailer schneiden, also, die wissen ganz genau, was sie machen. Und ganz wenig Dialog. Also das, was ich gerade Ja. sagte, das trägt natürlich auch dazu bei, ne? Du hast hier den Song, Ja. hast wirklich nicht viele Dialogzeilen. Also das ist wirklich überschaubar, was da in dem Trailer gesprochen wird. Und der geht ja trotzdem 2 Minuten. Das ist jetzt nicht Ja. so, dass du das nicht unterbringen könntest, weil er kurz ist. Der ist ja gar nicht so kurz, der Trailer. Und das ist aber ja auch das gibt dir dann halt auch, dann kannst du viel mit Bildsprache arbeiten, aber dann sind wir bei diesem interessanten Ansatz, dass du hier auf der bildsprachlichen Ebene alles, dass es alles Mögliche sein und alles Mögliche bedeuten kann, ne? Und das ist dann spannend. Genau, also es ist ein Teaser-Trailer. Also er hat eigentlich die Länge eines Trailers. Genau. Und weil du schon gesagt hast, dass ja Trailer eine Kunst ist. Also ich glaube auch, dass der Trailer, oder was ich mir hätte gut vorstellen können, dass die letzte Szene, die wir gesehen haben, als eigenständiger Teaser-Trailer funktioniert hätte. Diese Zeiten gab es nämlich auch mal, dass man das Teasen sehr ernst genommen hat, indem man nur eine Szene gezeigt hat. Vielleicht könnt ihr euch noch an diesen Godzilla-Trailer erinnern für den Emmerich-Film, damals, für den eine eigene Szene gedreht wurde in diesem Museum, wo ein Ja. Tyrannosaurus Rex letztendlich von Godzilla zertreten wurde. Oder eben so nur Und dann mit schreibe ich einer das Szene Reißen Matters. gespielt wird, wie auch bei Independence Day, komischerweise alles Emmerich-Filme, in denen dann die Szene gezeigt wird, wie das Empire State Building in die Luft geblasen wird. Und das dann gereicht hat, und das schon ein Jahr vorher, um einen Film anzukündigen, und das Publikum einfach in Excitement dann versetzt hat, um zu sagen, ich habe Bock, diesen Film zu sehen. Und da hätte ich gesagt, da hätte die letzte Szene dieses Trailers Potenzial für sich alleine gehabt. Aber ansonsten finde ich den auch vom Handwerklichen, wie er gemacht ist, auch vom Audio her. Ich hoffe, dass der Song auch im Film selber vorkommt. Einerseits, weil, wie gesagt, Tom Jones macht alles besser, wissen wir seit Mars Attacks. Dass diese Qualität, wie
die sich hier aufbaut und diese Art der Musik. Und wenn das schon so eine kleine, ja, so ein kleiner Einblick in das ist, was uns da audiovisuell dann begegnet, dann, ja, habe ich da Bock drauf, dann will ich das so sehen und hoffe, dass der Trailer da nicht zu viel verspricht, was er da ist, was er da gerade zeigt von dem Wenigen und was wir da jetzt hineininterpretieren. Und wir dann am Schluss nicht denken, wir hätten es wieder besser gemacht mit dem, was wir jetzt da gerade eben rein interpretiert haben. Aber handwerklich ist das ein Brett und holt mich voll ab und zieht mich ins Kino. Und tatsächlich Und ins sieht halt Kino. gut aus. Also es Ja, sieht, sieht ja aus. genau, sieht halt einfach gut aus. Ne? Es ist halt Ja. einfach gut, es ist gut gedreht, also es ist gut gefilmt, es ist zumindest das, was man sehen. Der erste war jetzt ja auch schon, ne, der war auch hochwertig gefilmt. Ja. Ja, Gerd, du meintest ja, du hättest Anlehnungen, die beim ersten Teil waren, jetzt hier zwar wiederholt gesehen, hast aber gemeint, diesmal hätte sich Todd Phillips wen anderes als Vorbild ausgesucht als Regisseur, während es beim Ja, ersten noch Scorsese war. also da ist jetzt hier definitiv halt diese eine mit Herzog mit Coppola drin. Das ist mir halt nur aufgefallen. Auf der anderen Seite ist es einfach so, da sind jetzt auch innerhalb des Trailers wiederum diese ganzen Shots, diese Musical-Shots, diese Tanznummern und so weiter. Das ist ja schon fast Standardrepertoire in solchen Musical-Filmen. Auch es gibt ja auch in fast jedem Musical-Film diese sogenannte Fantasietanznummer. Also das ist mir dem letzten Mal aufgefallen. Da habe ich von Spielberg das Remake nochmal von West Side Story gesehen. Und da gibt es halt gegen Ende, der Film ist ja schon, wie gesagt, ein reines Musical, aber gegen Ende gibt es halt in dem Film nochmal eine Musical-Tanzszene, die komplett künstlich ist, also vor der Studiokulisse gedreht ist, die die Handlung nochmal weitererzählt, nochmal erzählt und nochmal nacherzählt, um auf den Höhepunkt zuzukommen. Und das macht, sieht man hier im Trailer, scheint Todd Phillips hier auf jeden Fall auch zu machen. Also ich will das jetzt auch per se als nichts Schlechtes bezeichnen. Dafür macht mir allein schon diese Tatsache, dass Lady Gaga einfach so fantastisch ist. Also ich finde die so fantastisch in diesem Trailer. Die ist für mich auch Phoenix absolut ebenbürtig in dem Moment. Fast ein Showstealer. Gerade diese Blicke, die die drauf hat, die ich halt absolut mag. Und das will ich halt auch unbedingt jetzt sehen. Ne? Und dann gab es, das war nicht witzig, das hatte mich dann gestern noch immer darauf angesprochen, ja, da steht ja in den Credits auch, dass Sassy Betts drin ist, weil irgendwie auf Reddit wird jetzt schon diskutiert, ist jetzt Sassy Betts nur noch ein Gastauftritt oder zeigt uns Todd Phillips die bewusst nicht, weil im Prinzip Sassy Betts immer noch der Love Interest ist und er sich wirklich nur Harley Quinn einbildet. Also das geht so Naja, fair weit. enough, wissen wir auch gar nicht, ob die Figur noch lebt. Ja, da wird jetzt so schon viel über diesen Trailer spekuliert. Das hat man auch schon lange nicht mehr so im Internet gelesen, wie über diesen Trailer spekuliert wird. Ja, das ist auch schön. Der hat innerhalb von 24 Stunden 167 Millionen Klicks reingeholt, über die verschiedenen Plattformen verteilt. Damit hat er auch den Rekord eingestellt, den Barbie zuvor eingestellt hatte. Und ja, und auch Warner bei Brothers, aber ja. ist er letztendlich Ja, auf wollte Platz gerade sagen. 1 gelandet und getrendet und hat dann mittlerweile 15,6 Millionen Klicks geholt. Also ja, das Interesse war hoch. Also ich tippe auch, das wird für Warner auf jeden Fall ein Milliardenhit werden. Also da gehe ich glatt von aus, dass der da. Das ist eine mutige These. Wir werden dich daran erinnern. Ja, könnte ja. Obwohl Das Gerd nicht der Box Einzige of ist, Gerd ist das habe das ich tatsächlich. Box-Office-Orakel. Gerd, das stimmt, aber Gerd ist nicht der Einzige. Die Milliarde Dollar habe ich jetzt sehr oft irgendwo gelesen. Wird trotzdem Platz 2 Comicbuchfilm des Jahres. Was kommt noch? Deadpool. Deadpool Wolverine wird. Ah ja, das stimmt. Da müsste Und ich mich schon Deadpool arg täuschen, Wolverine wenn der hat nicht. übrigens mehr als doppelt so viel, der Ja, Trailer. aber Marian, da werden, glaube ich, die Super Bowl Views dazu gezählt. Das weiß ich nicht. Doch, das wird Und das ich hat weiß damals. nicht, ob du es weißt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Disney da die Super Bowl Zuschauer mit dazu gezählt hat, einfach um. Ich glaube, das Ja, war damals die News. Aber ist auch egal. Das ist aber ich ja. glaube, dass also ein Großteil des Publikums von Joker 2 wird aber wahrscheinlich nicht Deadpool Wolverine gucken. Könnte ich mir vorstellen. Ah. Das war vom Ich glaube, das ist Arthouse-Bereich. ja auch, ich glaube, das ist jetzt ja auch müßig an der Stelle, ne? Ja, Also ich meine, wie gesagt, eben. ich glaube, das wird auch Ja, davon stellt sich vor abhängig jedes sein, Kino. wenn wir das Argument mal, das wir für den ersten Film mal wieder ins Feld geführt haben, dass der vor allem davon gelebt hat, dass er im Feuilleton überragend besprochen worden ist, dass er im Vorfeld auf diversen Festivals gezeigt worden ist, ne, dort auch Preise abgeräumt hat, dann wird er einfach jetzt hier, dann werden diese Mechanismen hier greifen müssen. Also dann wird es ein Film sein müssen, der muss halt entsprechend gut sein, der muss halt entsprechend gut besprochen werden, oder besprochen werden sein. Wird das Lady Gagas
Ich weiß nicht, ob die einen Oscar schon mal für was bekommen hat. Aber das ist Lady Die Gagas war Oscar dann. nominiert. Die war nominiert Bitte? für Star is Born, weil die Ja, waren genau. nominiert für die Aber für die Hauptdarstellung. Musik gab es auch keinen Film, wo sie mal irgendwie einen Song geschrieben hat oder so. Doch, Star is Born, klar, das war bester Song in dem Ja, Jahr. bester Song, genau, aber die ist ja auch für die Haupt, die war auch in der Ja. Kategorie Hauptdarstellerin nominiert, genau. Ja. Da vielleicht wird er Und das die dann ist auch eher. Golden Globe, die hat auch einen Golden Globe gekriegt als Ja. Hauptdarstellerin, oder? Ja, Für American Horror Story. Also die ist ja ja. schon, ja, also. Da Vielleicht war geht's die da auch nichts weiter. super. Ich weiß nicht, ob Sie die Staffel gesehen hast mit ihr. Die war auch super. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen zu früh jetzt, ne? Das können wir vielleicht Ja. beurteilen, wenn wir den Film gesehen haben. Also ich meine, wir haben jetzt einen Teaser-Trailer gesehen, also müssen wir Da sind mal wir schon an der abwarten. Endauswertung praktisch schon, Ja, wie viel wir da genau. einspielen, Ja, welche Preise wir da gewinnen. Und wir haben genau. den ersten Trailer gerade gesehen. Wir können die Nachbesprechung jetzt schon mal starten. Das Vermächtnis des Films. Ja, aber ein Interesse ist da, das ist doch schon mal cool. Und ob es die Milliarde sein muss, weiß ich nicht. Mich würde es trotzdem freuen, wenn natürlich der Film sein Geld Bei den einspielt. Kosten, die er jetzt hat, weil wir gesagt, er ist, wie viel jetzt ist 200 Millionen, ne, haben sie ihm Ist das so? rein. 200 Millionen. Ich glaube, allein 20 Millionen stand doch irgendwann mal in Hollywood oder 20 Millionen für Lady Gaga, ne, irgendwie Ja, ich alleine glaube, nur. die Gagen sind deutlich hochgegangen, weil die im ersten Film all Ja, nichts verdient haben, oder? ja. Das stimmt tatsächlich. 200 Millionen soll er gekostet haben, ja, Wahnsinn. Ist so hart, wenn man sich dann. Also ja, was? Ja. Ich. So ein guter Buchhalter in Hollywood, was der an Geld sparen könnte, ich sag's dir. Ja, voll. Also wirklich. Also, das sind halt Summen. Ja, also wenn das mag, ich finde es ja gut, wenn auch die Künstler, die das Produkt halt nach vorne bringen, dass die auch anständig bezahlt werden und so. Und vor allem, dass nicht nur irgendwelche Leute, die das Geld geben, wobei es ist auch ihr Geld, fairerweise, aber dass es dann auf einmal das Budget verdreifacht wird oder verzweieinhalbfacht wird, finde ich schon krass bei so einem Film, wo du eigentlich denkst, ja, okay, das könntest du wahrscheinlich auch, oder der erste Teil war ja recht billig, hat ja nicht nur irgendwie 80 Millionen gekostet oder Nee, sowas. 50, der war doch sogar billiger, 15 Millionen, der war glaube recht super günstig und da wollte doch Warner da nicht komplett einsteigen in die genau. Finanzierung und hat dann deswegen auch nicht einen kompletten Gewinn einstreichen können. Also, 55, stimmt, guck mal, das ja. ist vierfache Budget, das ist halt schon, boah, und also ehrlich gesagt, da würde ich mich aufregen, wenn es meine Kohle wäre. Ja gut, wir haben Wir natürlich noch kriegen jetzt. Inflation, das wird jetzt nicht alles, das wird jetzt nicht der größte Teil Ja. davon sein, ne? Aber ich meine, du hast natürlich noch ein paar Faktoren, du musst mittlerweile natürlich wahrscheinlich auch nach Corona nochmal andere Dinge da auf dem Set auch sicherstellen. Also du hast bestimmt noch ein paar Sachen, die da reinkommen und dann natürlich, wenn wird das am Ende an den Gagen hängen, ne? Ja, Das klar. wird bei Todd Phillips losgehen und wird bei allen Jackie Chan macht echt keine Fortsetzung. Der spielt doch in nee. Gladiator 2 nicht mit. Also das ist eigentlich schon Das geht der ja auch ja. nicht. Nein, Also ich der. glaube, Ja gut, also, aber du hast ja es hier geht auch ja noch ein paar nicht. Leute, ne, Musik und so sind ja auch mittlerweile Ja. Namen, die mittlerweile ja auch durchaus, glaube ich, andere Gagen aufrufen können, ne? Ja, Ja, also klar. das war Die aus der Lady. Requisite werden bestimmt auch besser bezahlt. Ja, Lady Gaga 20 Millionen, Das war glaube ich. Ironie, beißend, oder? Absolut, Ja, war Ironie. hat 20, ich glaube, Phoenix hat 30 Millionen. Also ich glaube, die beiden haben fast das Budget des ersten als Gage bekommen. Das ist mal genannt worden. Und ich gehe mal davon aus, dass Todd Phillips wahrscheinlich auch sich in ähnlichen Regionen Ja. bewegen wird, jetzt aufgrund des Erfolges des ersten. Aber weil Henning gerade eben Corona gesagt hat, also die Dreharbeiten begannen am 10. Dezember 2022. Wo waren wir da gerade, was das angeht? Waren wir da schon raus aus der Nummer? Nee, da waren wir noch drin, 22, ne? Also so endgültig raus sind wir erst 23 gegangen. Also da gab es aber noch die Corona-Richtlinien auf jeden Fall. Also die Also gibt es ja heute noch. April Eben. 2023 war der abgedreht. Ne, wir erinnern uns, dass wir uns dann gewundert haben, dass sie so lange warten, bis der Film dann auch ins Kino kommt, wenn er doch jetzt schon eigentlich mehr oder weniger fertig ist. Ja, das heißt, da könnten tatsächlich die Bedingungen auch noch schwer genug gewesen sein, um die Kosten in die Höhe zu treiben. Also zumindest bei aktuellen amerikanischen Blockbustern siehst du immer noch am Ende, im Abspann, wenn du guckst, gibt es immer noch einen Corona-Berater. Also der ist immer noch drin. Also das scheint also von den Sicherheitsbestimmungen, zumindest in Hollywood, immer noch ein Thema zu sein. Definitiv. Naja. Ja, ist halt, wenn du gut in etwas bist, mach's nicht umsonst. Die Mutter vom Joker gesagt. Ja, eben. Gut. Noch letzte Worte zum Trailer selbst. Top-Ding. Todd Phillips. Top Phillips. Top Philips. Top Todd. Ja, okay. Okay, Dann jetzt haben wir es.
würde ich sagen, gehen wir aus der Nummer hier raus. Es wird Zeit, ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ciao. Wenn man schon gehen muss, dann mit einem Lächeln. Gute Nacht. Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.